So, dann herzlich willkommen zu der nächtlichen Chartshow von JFD Brokers. Zunächst einmal der Risikohinweis. Natürlich sind meine Analysen, stellen keine Aufforderung zu einem Erwerb von Aktien oder Finanzprodukten dar. So, dann kommen wir kurz zum DAX. Der DAX macht, sage ich mal, wenn man jetzt hier auf Stundenbasis den Index vorstellen will, im Moment nicht so viel Spaß, denn er hüpft nahezu stündlich um 100 Punkte nach oben, dann wieder 100 Punkte nach unten und ja, hat sich sozusagen heute, folgte nach, direkt nach der Börseneröffnung, ein Abverkauf bis fast exakt an die 10.400er Marke. Von dort ist er dann bullisch abgeprallt und konnte dann sich leicht nach oben schaukeln. Was man eben hier sieht, hier hatte ich eben die Marke, das war die untere Begrenzungs- oder horizontale Linie bei 10.457. Im anderen Chart hatte ich die Marke eben bei 10.475,76. Ja. Was eben hier auch auffällt, an dieser oder an der anderen Marke, zwar wurde hier diese Marke nach unten durchbrochen, einmal auf Schlusskursbasis, auf Stundenschlusskursbasis, dann konnte der DAX diese sofort zurückerobern, dann folgte nochmal ein kleiner Absacker und dann hier die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen. Da konnte der Kurs sich darüber halten. Allerdings noch unter der Unterkante des Rainbows. Nachbörslich stehen wir bei rund 10.570 Punkten. Also ja, nahezu an dem EMA 38. Denn eben wieder der Dow Jones konnte sich wieder deutlicher von den Tiefständen lösen und schloss. Kleinen Moment, ich muss auf meinen anderen Bildschirm schauen. Und schloss 160 Punkte im Plus, was gut 1% ausmacht. Das dürfte natürlich dann morgen den DAX auch beflügeln. Allerdings bei der Zickzack-Börse kann er eben auch, ja, ich denke mal, der letzte Handelstag, da könnte er doch, da er morgen ja wieder mit einem Gap eröffnet, der Xetra-Handel, also höchstwahrscheinlich, sollte eigentlich der DAX rund 100 Punkte noch zulegen können. Also dieses Fenster, wenn er jetzt hier öffnet, das Gap noch offen bleibt, wäre dieser Verlauf noch bis 10.000 etwa 700 Punkten oder 730 Punkte sogar möglich. Von ja, wellentechnisch. Ja, ich habe ja hier die Fibo-Marke, die wurde auf Schlusskursbasis ja nicht verletzt. Doch, also so könnte mir das Setup jetzt hier gefallen, noch für den DAX. Kommen wir zu den Einzelwerten. Und zu den Setups. Die Deutsche Bank war wichtig hier, dass der Kurs über dem Stoppkurs natürlich bleibt. Der Stopp liegt bei 21,20. Ja, sieht. Müsste halt natürlich wieder über den EMA 38 im Stundenchart. Und dann könnte sich noch ein kleiner Schlussspurt ergeben. Dieses Setup war ja,
sag ich mal, auch von langer Hand eher geplant und sollte sich hier einen Wendepunkt darstellen und dann nach oben eben ausbrechen. Soweit, so gut. Hier sollte, wenn jemand das Setup getradet hat, im Plus sein. Und ja, hier sieht man wieder eindeutig, dass es eben kein Schlusskurs über dem Rainbow geben wird. Und auch hier könnte man jetzt Teilgewinne auf jeden Fall mitnehmen. Ein neues Setup, was ich mir besonders so vorgestellt habe, aber ich mag eigentlich natürlich solche Titel nicht. Hab den Titel aber dann trotzdem noch gewählt. 10% bis Weihnachten möglich, also innerhalb von 12 Stunden könnte eben hier, der Kurs stand bei Ende der Analyse oder bei der Veröffentlichung der Analyse bei 12, genau bei 12 Euro. Und hier hat sich eben jetzt eine schöne Kerzenformation gebildet, hat meine interne Zielmarke, sage ich mal, oder den Schlussstand auf jeden Fall genommen, sollte über 12 Euro schließen. Das tat dann die Gary Weber Aktie. Und ja, was jetzt morgen natürlich schön wäre, mit einem Gap über 12,40 eröffnen. Vielleicht ergibt sich schon in der Vorbörse eine Tendenz. Und im besten Fall startet der Wert sogar bei 12,70 Euro. Und eben die Chance auf 13,30, 13,40 bis 50 sind dann eben gegeben. Das würde eben gerade die 10% entsprechen. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich der Wert morgen entwickelt. Wer bei diesem Wert jetzt nicht mehr in den Verlust kommen will oder kaum mehr in Verlust, könnte auch den Stopp schon auf 11,90 nachziehen. Ich lasse ihn jetzt erstmal bei 11,30 liegen. Aber hier ist natürlich immer noch Gefahr eines Downgaps sowieso gegeben. Und hier würde auch noch ein weiteres Low fehlen. Aber zuerst einmal sollte es nach oben gehen. Zu den anderen Setups komme ich morgen. Ich werde jetzt nur noch mal kurz eben dieses ansprechen. Dies ist jetzt eben vielversprechend. Pfund gegen US-Dollar. Das verschiebe ich auch noch. Das wollte ich ja nicht. So. Hier war eben schon das präferiert, dass eben noch an die untere Trendkante, es war auch so beschrieben, ranlaufen kann, tat er dann auch nahezu exakt. Und von dort aus ist jetzt eine spekulative Pullback-Bewegung möglich. Der Stopp, wie man sieht, kann man relativ eng, aber ich würde eben den jetzt nicht direkt auf Intraday-Basis ausstoppen lassen, sondern mindestens in 4-Stunden-Close sollte man dem Kurs noch ein bisschen Spielraum geben. Aber natürlich wäre auch jetzt natürlich ein mega CRV möglich, indem man hier einsteigt, den Stopp wirklich direkt knapp unter dem 1,48er Mal gelegt und eben auf einen Anstieg, sage ich mal, mindestens von 100 Pips sich erhofft, hier dann Teilgewinne mitnimmt und den Rest möglicherweise laufen lässt oder auf einen Stand nachziehen. Dieses Setup werde ich morgen nochmal in den unteren Zeitebenen vorstellen, wann es denn dort dann genau ein Kaufsignal geben könnte. Das war's, danke fürs Zuhören und ich melde mich morgen wieder.